Ganz unverhofft auf einem Hügel sind sich begegnet Fuchs und Igel. Halt, rief der Fuchs, du Bösewicht, kennst du des Königs Order nicht, ist nicht der Friede längst verkündet und weißt du nicht, dass jeder sündigt, der immer noch gerüstet geht. Im Namen seiner Majestät, komm her und übergib dein Fell. Der Igel sprach, nur nicht so schnell, nur nicht so schnell, lass dir erst deine Zähne brechen. Dann wollen wir uns weiter sprechen. Wir alle kennen dieses Gedicht von Wilhelm Busch. Doch diese Geschichte ist eigentlich gelogen, Kinder. Aber wahr ist sie doch, denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie erzählte, zu sagen, wahr muss sie sein, mein Sohn, sonst könnte man sie ja gar nicht erzählen. Mit diesen Worten beginnt das uns allen bekannte Märchen der Hase und der Igel, der Gebrüder Grimm. Wer heute das Grimmsche Märchen sucht, der tut es nicht in der Schulbibliothek, sondern im World Wide Web und erfindet es als Flash-Parodie auf YouTube, reduziert auf 4 Minuten und 11 Sekunden. Ihre Tagung über Kinder und Bewegung, geschätzte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, Kollegen, zu der auch ich Sie alle sehr herzlich begrüßen darf, befasst sich also diesmal maßgeblich mit Gehirnjogging. Und Sie haben dazu wieder keinen anderen eingeladen als denjenigen welchen, nämlich Manfred Spitzer. Sein neuer Bestseller über digitale Demenz schleicht sich in unsere E-Learning-Klassenzimmer ein, wie der Fuchs in den Hühnerstall. Vor 8 Jahren hat Manfred Spitzer die Fernseheltern wachgerüttelt mit seinem Trendsetterbuch Vorsicht Bildschirm und seine Kritik war ungleich aggressiver als Jahre zuvor jene von Robert Lemke, der damals noch harmlos gemeint hat, es gibt Fernsehprogramme, bei denen man seine eingeschlafenen Füße beneidet. Heute gilt Spitzers Angriff den Konferenzzimmern unter dem Motto Irren mag ja pädagogisch wertvoll sein, aber wer wirklich Mist bauen will, der unterrichtet mit Computer. Und bevor ich selber hier ganz eilig wegeilen muss, um schon ab 10 Uhr im Hippolythaus drüben vor einer großen Gruppe von Sozialbetreuerinnen über soziales Lernen in der Schule zu referieren, ich wurde eingeladen bei Ihnen, um wenigstens ein bisschen zu widersprechen und vor der Frau Landesrätin nicht nur im Sportland Niederösterreich, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus und Sport, Frau Dr. Boslav, auch die Ehre des Technologielandes Niederösterreich und seiner Blended Learning Communities hochzuhalten, die man früher einfach banal Schulen nannte. Und Herr Professor Spitzer, ich tue das, indem ich Ihnen zunächst ungeniert Recht gebe. Denn Kinder in Bewegung, die Feinde dieser Kinder scheinen heute Sonnenlicht zu heißen, Frischluft, das Gezwitscher der Vögel und dazu noch Bücher lesen oder gar so etwas Uraltes wie Schönschreiben und selber zeichnen. Und man könnte, und wir wissen das alle, beliebig fortsetzen, es wird nicht gelesen, es wird geschaut, mit dem Internet nimmt die Lesezeit ab, es wird geklickt, schnell, oberflächlich, ohne Prüfung, man findet alles, man kann aber nicht einordnen, nicht bewerten, nicht kritisch hinterfragen, was einst Gutenberg war, ist heute Adobe InDesign. Was man gestern noch Redeübung nannte, das wird heute zum Podcast. Lernen ist ganz anders geworden. Cogito, ergo sum, lernen wir immer noch. Das große alte Wort des René Descartes, ich denke, also bin ich. Aber ein viel öfter zitierter Spruch auf Facebook heißt, iPad, therefore I am. Aus der Paukerschule wurde mit der Web 2.0-Schule und dem YouTube-Unterricht ein riskanter Abenteuerspielplatz, der den Lehrer Lempel für Max und Moritz aus der 3A-Klasse längst obsolet gemacht zu haben scheint. Musik wird hoch und heruntergeladen, Pferde werden schon virtuell gefüttert. Selbst die konservativsten Lehrerinnen haben ihre eigene Datensuche längst auf die Wikipediatisierung des Wissens umgestellt. Und wir wissen, das Internet bietet 1 Million Antworten auf nie gestellte Fragen. Die Zukunft liegt im Null-Dollar-PC. Und auf die Frage eines Schularztes an den 16-jährigen Slavko, wer heißt heute noch Max und Moritz, auf die Frage also, was trinkst du zum Frühstück,
antwortet der Slavko unverdrossen nichts, ich stehe auf und check meine E-Mails. Seine Eltern, die nennen wir inzwischen erziehungsberechtigte Lebensabschnittspartner, seine Eltern trösten sich dann nur noch mit dem Wort, Software is like sex, it's better when it's free. Und ich denke auch, dass tatsächlich Gefahren lauern, eine Integralfunktion als Podcast zu erklären, wird nicht einmal den engagiertesten Lehrkräften problemlos gelingen. Und es wird eine Vielfalt von Methoden brauchen, um Lernen 2.0 tatsächlich einfacher und nachhaltiger zu machen. Aber schon jetzt geht dieses Lernen auch irgendwie wieder auf eine eigene Art zum Menschen zurück. Wir wissen, mit Windows 8 werden Maus und Tastatur bald durch die Finger ersetzt und vielleicht bald mit Windows 9 die Finger durch die Stimme. Und Europa wird nicht mehr nur in Bad English kommunizieren, sondern eine Vielfalt digital, simultan übersetzter Sprachen wird uns begleiten. Wenn Grimmecks Tierleben am Dachboden verstaubt oder nur mehr antiquarisch erhältlich ist und wenn selbst digitale Nachschlagewerke durch Suchmaschinen ersetzt wird, dann erhält man, wenn man es eingibt, auf die Frage, können Meerschweinchen schwimmen? Etwa als Antwort, probier das bitte nicht bloß in der Badewanne aus. Alle haben einen Computer zu Hause, nur mehr jeder Dritte hat einen Ball zu Hause. Ist Lernen am PC also Lernen aus zweiter Hand oder wird es zu einer vierten Kulturtechnik neben Lesen, Rechnen, Schreiben? Die klassische Fremdsprache der Generation Google ist dann Blockerlatein. Schüler machen ihre Collagen, früher nannte man diese Collagen noch Projektarbeiten mit Textbausteinen aus dem Internet und wenn sie dann älter werden, dann setzen sie das fort. Wissenschaftliche Webquellen werden viel häufiger zitiert als Druckquellen. Es kann nicht jeder Politiker werden und glauben, man braucht gar nicht mehr zu zitieren, auch weil man selber zitiert wird. Täglich gibt es Neues an unseren Schulen zu bestaunen. Notebook statt Hausübungsheft, Datenüberfüller statt Lehrer-Federschachtel, Smartboard statt Tafelbild, das schabende Geräusch von Kreide. Auf einer Tafel kann man heute schon als Block hören. Wann werden wir sagen, nur noch als Block? Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute läge die 14-jährige Taliban-Kämpferin, sie ist in Pakistan, die 14-jährige Malala Yousafzai, sie ist in Pakistan von Taliban-Kämpfern niedergeschossen worden. Sie läge wohl heute nicht in einem englischen Spital, sondern längst namenlos unter der Erde, gäbe es nicht auch Facebook und Twitter und Google und vielleicht Al Jazeera. Erich Fried hat es längst vor unserer IT-schwangeren Zeit ganz einfach beschrieben, seit die Maus eine tote Katze gesehen hat, in einer Rattenfalle plant sie die Revolution. Und Herr Professor Spitzer, Sie haben natürlich recht. Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse. Das sagt Galileo Galilei bei Bert Brecht. Aber erstens muss man sich die Freiheit des Denkens leisten können. Zweitens gibt es Vergnügungen, die bequemer und ungefährlicher zu haben sind. Und drittens gibt es immer noch zu viele Menschen, die etwas gegen das Denken haben. Von den Taliban, die einem lernwilligen 14-jährigen Mädchen in den Kopf schießen, über solche, die kreischende ältere Mädchen nach Sibirien schicken, bis hin zu jenen, für die heute Hausübungen überflüssig geworden sind. Und natürlich könnte man meinen, Verstronachung ist gesünder als Verstrachelung. Also lieber dumm und reich als ausländerfeindlich und ein unabhängiger Kärntner. Und natürlich gibt es auch unzählige andere Methoden, einem das Denken auszutreiben. Scheiterhaufen, Drogen, Gewalt, Autoritarismus ohne Autorität und heute eben die digitalen Blödmaschinen. Meine Frage ist, beschädigen oder befördern die digitalen Medien unsere sozialen Fähigkeiten? Wird die Isolation von Kindern und Jugendlichen dieser Erde
in der digitalen Welt hervorgerufen oder überwunden oder nachgefragt, sollen wir die Technologie kontrollieren oder wird sie uns kontrollieren? Herr Spitzer, Sie kennen den amerikanischen Publizisten Douglas Rushkoff, der meint, Programmierkenntnis sei die Alphabetisierung des 21. Jahrhunderts. Und ich möchte ausdrücklich nochmals sagen, dass ich Ihr Buch von der digitalen Demenz ebenso mit Freude und Ehrfurcht gelesen habe wie mit Nachdenklichkeit. Aber ich habe ebenso wie jenen dicken Schmöker über die Blödmaschinen die autorisierte Biografie des Apple-Gründers Steve Jobs gelesen, übrigens analog und nicht digital. Und deshalb erlaube ich mir einen typisch österreichischen Hinweis, nämlich den des sowohl als auch statt eines bloßen Entweder-Oder. Am Computer ist es ja unsympathisch, dass er nur sagen kann, so wie Sie beim Fußball, 1 oder 0, ja oder nein, nie aber vielleicht oder ein bisschen oder naja, schon auch. Aristoteles hat das übrigens vor langer Zeit einmal die goldene Mitte genannt, Tapferkeit als Mitte zwischen Tollkühnheit und Feigheit. Und deshalb erlaube ich mir gegen Schluss, mich selber kurz zu zitieren aus meinem jüngsten Buch, Schule sind wir, und sag, wer ohne zu surfen denkt, bleibt allein, wer ohne zu denken surft, bleibt zurück. Trainieren wir mit Hilfe der virtuellen für die reale Welt, nutzen wir digitale Enzyklopädien, um wirkliche Herausforderungen meistern zu können, nutzen wir die Möglichkeiten des E&I für Aufgaben des Homo sapiens im Alter von 6 bis 19, nutzen wir das Know-how neuer Medien für die alte Erkenntnis des Sokrates, Lehren als Hilfe zur Selbsthilfe, Lehrerin als Mentorin für Traditionstransfer, für Wissensdialog, für Handlungsanleitung. Und weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil Manfred Spitzer wohl viel genauer und präziser als wir alle hier in diesem Raum, weil er weiß, dass unser Gehirn nicht nur ein Informationsspeicher, sondern auch ein Informationsgestalter ist, nicht nur für unsere Schülerinnen, sondern hoffentlich auch für uns selbst. Und obwohl mein iPhone mir so etwas geworden ist wie ein verlängerter Hippocampus, so sollte ich eigentlich trotzdem für diese Tagung schon mit dem Satz schließen, jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme. Aber der Satz stammt von Karl Marx und ist wohl ein wenig obsolet. Also erinnere ich mich an meinen märchenhaften Beginn und meine, der Fuchs bellt nicht, wenn er das Lamm stehlen will. Das stammt nicht aus Facebook, das ist von Shakespeare. Denn wer die Wahrheit über den Fuchs erfahren will, muss die Gänse befragen. Und wir alle wissen, der Fuchs hat den Hasen totgebissen, er bekam Durst. Er sah den Igel am Mauseknochen jagen, nagen. Und als er dann auch noch den Mauseknochen selbst begehrt hat und der Igel sich einrollte, kam der Jäger und beide liefen davon. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren, ich wünsche Ihrer Tagung weder digitale Märchenstunden noch analoge Multitasking-Vernaderung. Und Herr Spitzer, erschrecken Sie bitte nicht, wenn Sie über digitale Demenz sprechen und hier horchen Ihnen 200, 300, 50 Lehrerinnen zu und schreiben auf Ihren iPads andächtig mit. Glauben Sie bitte dennoch an die österreichische Schule und in diesem Sinn schließe ich mit einem kleinen jüdischen Spruch, kein Fuchs, der sich lässt fangen und stirbt in seinem Loch. Er hat ein zweites noch ins Freie zu gelangen. Vielen Dank. Danke sehr, Universitätsprofessor Rauscher. Sehr interessant. Geschätzte Frau Sportlandesrätin, angesichts auch der aktuellen Diskussion rund um die tägliche Turnstunde, nimmt ja das Land Niederösterreich eine Vorreiterrolle ein. Ich freue mich daher umso mehr als Mutter einer 11-jährigen Tochter. Bei uns ist das Thema und bei uns gibt es zum Beispiel bis im dritten Stock kein Liftfahren. Ja. Mittlerweile habe ich mich durchgesetzt. Ich freue mich besonders, Sie nun um die Eröffnung des Symposiums Kinder in Bewegung zu bitten. Lieber Herr Professor Rauscher,
Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die zunächst märchenhaften Grußworte, die dann übergeschwappt sind in eine sehr pointierte Rede, wo natürlich auch dann am Ende die Politiker in diesem Rundumschlag nicht zu kurz gekommen sind. Vielen herzlichen Dank für diesen großartigen Einstieg. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt als Sportlandesrätin da, um Ihnen zu zeigen, was tut das Sportland Niederösterreich, um genau diesen negativen Trends, diesen negativen Auswirkungen der modernen Kommunikation, zunehmende bewegliche Passivität oder Passivität statt Bewegung und natürlich abnehmender moderner oder persönlicher Kommunikation. Kommunikation zwischen den Menschen, die dadurch mit Sicherheit abnimmt und wie gesagt Passivität statt Bewegung. Und da ist das Sportland Niederösterreich unglaublich aktiv und ich darf Sie zum vierten Mal zu dieser Serie Bewegung oder Kinder in Bewegung begrüßen. Danke Stefan Grubhofer, dass du das wieder organisiert hast mit allen Partnern. Kinder in Bewegung zum vierten Mal. Das zeigt Ihnen schon, dass das Sportland Niederösterreich nicht erst seit den Olympischen Spielen in London sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber wir sind anscheinend nach diesem Ereignis State of the Art. Wir sind aktueller mit diesem Thema denn je. Aber eines ist auch klar, dass hier das Sportland Niederösterreich schon viel länger aktiv ist und darüber nachdenkt. Und das ist auch gut so. Vorreiter, so ist es, Frau Schütze, haben wir gesagt, wir wollen in Niederösterreich natürlich Vorreiter sein und auch Druck machen, indem wir seitens des Landtags, Herr Abgeordneter, hier verabschiedet haben die Forderung nach der täglichen Turnstunde. Ein ganz wesentlicher Punkt, aber nur die Spitze eines Eisbergs. Denn wir haben gesehen, in der Entwicklung der Kinder, und in diesem Kreis brauche ich es nicht sagen, welche körperlichen, welche geistigen Nachteile man hat, wenn man sich hier nicht ausreichend bewegt. Das ist alles hinlänglich klar. Nur eins ist jetzt auch ganz wichtig. Wie kommen wir schlussendlich jetzt von der Diskussion in die Umsetzung? Und da sind die Verantwortlichen gefragt. Und eines ist auch klar für mich. Es kann nicht nur das Schulsystem hier was ändern, sondern es braucht ein Miteinander. Ein Miteinander von Eltern vor allem auch und herzliche Gratulation, dass Sie da als Beispiel schon für Ihre Tochter vorangehen. Eltern, es braucht die Vereine und hier sind wir in Niederösterreich wirklich sehr aktiv und sehr gut aufgestellt und es braucht aber auch das System Schule mit mehr Bewegung, hatten wir ja schon mal. Also sollten wir dazu zurückfinden aus den unterschiedlichsten Gründen, meine persönliche Einstellung dazu. Ich komme auch aus dem Spitzensport und weiß ganz genau, wie fast der Sport eigentlich den jungen Menschen alles mitgeben kann. Und zwar geht es darum, vor allem im Schulsystem, wenn man hier sich ausreichend bewegt, meine persönliche Meinung, glaube ich auch, dass man sehr viel Aggression aus dem Schulalltag zwischen den Kindern, zwischen Kindern, Lehrer und so weiter, herausnehmen kann. Es gibt Teambuilding. Man bereitet sich gemeinsam auf ein Ziel vor, man möchte gewinnen. Basketball, Volleyball, was immer auch hier gespielt wird während des Schulalltags. Es gibt viele Möglichkeiten zusammenzuwachsen unter den Schülerinnen und Schülern und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass auch diese Punkte können auch fürs weitere Leben Werte vermitteln, die unglaublich wichtig sind im Miteinander. Und ich glaube, das sind Werte, die heute im Schulalltag immer mehr zurückgedrängt werden. In der Gesellschaft generell. Also wo sollen dann die Kinder diese Werte lernen? Der Sport und die Bewegung ist hier ein wichtiger Punkt. Also lassen wir wieder mehr Bewegung und mehr Sport in die Schulen hinein. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß, die Diskussion ist jetzt großartig in die Richtung, naja, wie sollen wir das in der Stundentafel unterbringen alles? Wie soll das gehen? Wie soll es zeitlich gehen? Mathematiker streiten mit Geografen und Leibeserziehung, Sport. Wer stellt zurück? Wer gibt Stunden her? Ist meines Erachtens überhaupt nicht notwendig, diese Diskussion, weil man hier recht gut einsteigen kann in mehr Bewegung in der Schule. Und zwar hat es der Dr. Werner Schwarz gezeigt, wir haben gemeinsam an seiner Schule eine DVD präsentiert und Werner, ich bin mir sicher, du wirst heute noch darauf eingehen, wo es darum geht, ich brauche jetzt keine Stunde am Stück, sondern ich kann Bewegung während der Schulzeit, während der täglichen Schulzeit wunderbar einbauen, indem ich es in der Pause einbaue die Bewegung oder zu Stundenbeginn. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und Dr. Werner Schwarz hat ein Beispiel davon erarbeitet. Also in Wahrheit, meine Damen und Herren, für mich gibt es keine Ausrede im System Schule, nicht mehr Bewegung zu
forcieren. Und das ist wesentlich für den körperlichen Zustand, für die Lernfähigkeit der Kinder und meines Erachtens auch für die soziale, gesellschaftliche Entwicklung. Und das Sportland tut viel, um die Kinder zum Sport zu bringen. Wir haben einerseits unsere Top-Athletinnen und Athleten, die wir fördern, nämlich auch als Vorbild. Die Kinder brauchen Vorbilder, denen sie nacheifern können. Und ich habe den Andi Buda heute gesehen, unser Ski-Ass, der immer wieder auch natürlich als Vorbild wirkt. Wir haben einen Jürgen Melz, eine Katrin Zettel und, damit sie, wie gesagt, die Kinder zum Sport motivieren. Zum Zweiten, wir fördern Großveranstaltungen. Michi Buchleitner, Wachau-Marathon, wird sicher heute einiges davon erzählen. Um einfach auch, da ist ein großer Kinderwettbewerb mit dabei, um die Kinder beim Laufen schon zur Bewegung zu bringen. Wir schauen auf unsere Sportstätten. Sie sind heute in einem Leuchtturmprojekt in der NV-Arena, dem neuen Fußballstadion. Und zum Vierten, wir entwickeln gemeinsam Sportprogramme für die Kinder. Beginnen schon in den Kindergärten, wo wir die Brücke zwischen Verein und Kindergarten beziehungsweise dann auch Schule mit unseren Vereinen gestalten, damit die Kinder nachhaltig beim Sport bleiben. Ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur punktuell, sondern langfristig. Skikids, 700, 800 Kinder, weil jetzt der Winter vor der Tür steht, werden auch heuer wieder eingeladen in Niederösterreich, gratis Skifahren zu lernen, Snowboarden oder auch Langlaufen. 700, 800 Kinder, Volksschulkinder, die vielleicht sonst nicht in Berührung kommen würden mit dieser Sportart. Also viele Programme seitens des Sportland Niederösterreichs, vor allem um die Kinder zur Bewegung zu bringen, weil für mich ist auch eines klar, und das sage ich immer wieder, weiß nicht, ob es je gelingen wird, aber für mich wäre es schön, wenn die tägliche Bewegung, der tägliche Sport bei den Kindern so selbstverständlich wird, wie das tägliche Zähneputzen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, tägliches Zähneputzen. Okay. Jetzt putzen Sie nicht alle täglich die Zähne, okay? Also so eine Reaktion habe ich noch nicht gehabt, aber man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Ich habe mir gedacht, das war jetzt ein Versprecher dabei. Der Werner Schwarz sagt, nein, also gut, ich will jetzt nicht in Ihr Zähneputzenverhalten eingreifen, das lasse ich bei Ihnen. Faktum ist, ich eröffne hiermit dieses Symposium ganz offiziell. Bedanke mich bei allen Referenten, Referentinnen. Herr Doktor, vielen herzlichen Dank, dass Sie so weit angereist sind. Woher war es noch einmal? Aus Ulm. Ja, sicherlich heute die weiteste Anreise. Danke, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Es wird mit Sicherheit ein spannender Tag. Alles Gute und damit ist das Symposium eröffnet. Danke. Danke, Frau Dr. Bohuslav.